Hallo und herzlich willkommen bei Sim Airport. Heute machen wir weiter mit dem mit dem Flughafenausbau. Wir lassen jetzt erstmal das Spiel weiterlaufen und gucken dann, dass wir jetzt als nächstes das Pricing skillen hier. Dafür brauchen wir jetzt 9000 Dollar. Dann können wir das skillen. Dann lassen wir mal ein bisschen die Zeit laufen. Mal gucken. Eigentlich läuft ja so alles. Wir verdienen genug Geld. Und dann warten wir mal. Hier werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen irgendwie verbreitern müssen. Hier, das müssen wir noch vergrößern, weil sich das hier auch ziemlich staut, wenn zwei Flieger gleichzeitig drin sind. Müsste jetzt der letzte Flieger für heute sein, der jetzt da kommt. Ne, der ist gerade geflogen. So. Und dann können wir morgen früh das mit Pricing beginnen, das zu skillen. So, das war der letzte für heute. Gucken wir mal gerade, wie viel wir haben. 2, 2, 4, 6. 8, 10. Na, Flieger können wir jetzt keine annehmen. Glaube ich. Ne. Können wir noch nicht. Wir müssen dann noch den AC Tower bauen. ATC Tower. Hier den. Als nächstes. Dann können wir auch mehr wie 10 Flugzeuge gleichzeitig annehmen. Also pro Tag annehmen. Da mal wieder ein Flieger. Das Boarding läuft. Super ist voll. Alles gut. Jetzt kommt hier noch eine Maschine. Hat gerade so gepasst. So, jetzt haben wir die 9000 zusammen, dann können wir das direkt skillen hier. Dann bauen wir als erstes jetzt den Security-Bereich weiter aus. Warten wir mal, bis der Tag rum ist. Dann müssen wir auch hier das Ticketing noch ein bisschen vergrößern. Also langsam wächst der Flughafen dann. So, jetzt fangen wir mal hier an. Nehmen wir wieder Fundament. Gucken wir mal, was das kostet. Also das kostet 13. Müssen wir noch ein bisschen sparen, leider. Hier sind wir jetzt auch schon bei 25%. Und wenn wir das haben, dann geht es eigentlich auch recht zügig. Ja. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein neuer Patch. Und dann soll auch in naher Zukunft soll das komplette Spiel in Deutsch übersetzt werden.
Und dann sollen noch ganz viele Features reinkommen. Wie im Café kann man die Gerichte bestimmen. Also soll auf jeden Fall noch einiges ins Spiel hinzugefügt werden. Aber erstmal gucken wir jetzt, dass es stabil läuft. Das ist jetzt so das Wichtigste, was jetzt als erstes noch gemacht wird. So, da ist auch wieder ein Flieger. Ich gucke nochmal, wie weit wir im Pricing sind. 56%. Der Flieger ist auch voll. Also, Flieger wird jetzt voll. Ah, ne, da fehlen drei. Dann gucken wir mal, ob der voll wird. So. Das war jetzt der letzte für heute. Dann bauen wir hier schon mal ein bisschen weiter. Bis hier können wir ja jetzt bauen. Können unsere Mitarbeiter dann schon machen. Dann können wir hier den Security-Bereich erweitern. Jetzt müssten wir auch Geld haben noch für den Rest. Ich mal gerade gucken. Ne, brauchen wir 4000. Wenn wir das so machen, brauchen wir auch 4000. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ich guck mal gerade, ob das Pricing fertig ist. Ja, das ist fertig. Dann können wir jetzt die Linien hier bestimmen. Dann würde ich sagen, erhöhen wir das schon mal direkt auf 1600 und das hier auf 50. Das ist einmal, wie viel man pro Passagier bekommt, der in dem Terminal ist. Und einmal, wie viel das, also wie viel wir bekommen, wenn ein Flugzeug landet, Potenzial zu den Passagieren. So, dann müssen wir das hier speichern. So, und jetzt müssen wir wohl gucken, ob nicht irgendeine Maschine ausgefallen ist oder so. Ja, scheint aber schon 2, 4, 6, 8 sind zwei Maschinen ausgefallen. Wir können eine hier morgens noch zunehmen jetzt und eine hier nachmittags. Gucken wir mal gerade, was wir da im Angebot haben. Die ist zu groß. Die sind auch alle zu groß. Schau mal hier. Ist auch mir noch zu groß. Das wäre ein Nachtflieger, da kann man nichts mit tun. Das hier könnte man nehmen für morgens. Ah ne, wir haben noch 10 Flieger anscheinend. Weiß ich zwar nicht warum. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 18. Habe ich mich denn da eben so verzählt? Ja, egal, dann haben wir jetzt die 10 immer noch voll. Dann ist gar keine Maschine abgesprungen, trotz der Preiserhöhung. Ich guck gerade mal. Kann aber auch sein, dass die Preiserhöhung. Ne, die müsste aber schon durch sein. Ja, die ist schon durch.
So, dann können wir jetzt hier den Security-Bereich weiterbauen. So. Dann haben wir das schon mal. Dann machen wir hier das Ganze auch noch was breiter jetzt. So, da haben wir das auch was breiter. Wir werden das hier auf jeden Fall noch viel, viel breiter machen müssen, so ungefähr bis hier, dass wir von der Seite auch noch Gates machen können. Dann gucken wir mal, machen wir hier mal weiter. Jetzt verdienen wir auf jeden Fall viel schneller Geld. So, dann machen wir hier mal die Wände weg. So. Dann müssen wir jetzt hier noch Boden reinmachen. Haben wir das auch? Und hier noch Boden rein. Machen wir hier noch die Wand weg. So. Hier Boden rein. So. Und dann machen wir hier raus den Security-Bereich breiter. So. Und so. Dann setzen wir hier noch einen Backscanner, also hier einen Gepäckscanner. Und ein Gate, so ein Metalldetektor. So. Sollte das hier auch was schneller gehen? Dann müssen wir da noch was Boden reinmachen, da wo die Wand eben stand. So. Dann warten wir jetzt noch mal ein bisschen und dann können wir das hier noch weiter ausbauen. Die Schlange todet ja so von der Länge. Da kommt wieder so eine kleine Maschine. So, müssen wir hier noch Security einstellen. Zwei Stück. Ja, und das müssen wir dann gleich auch noch was verbreitern oder später vielmehr. Aber ich würde sagen, wir setzen da noch ein Ticketing hin, also ein Ticket-Kiosk. Oder sogar zwei. Damit sich das hier nicht so staut. Ja, dann läuft ja jetzt erstmal gerade alles. Lass die Zeit mal wieder was schneller vorlaufen. So, dann lassen wir jetzt mal normal weiterlaufen. Und dann bauen wir hier mal den ATC Tower, damit wir mehr Flüge annehmen können schon. Der kostet 30.000, glaube ich. Nein, stimmt gar nicht. 19 kostet der nur noch. Die haben die Preise gesenkt. Das ist gut.
Der hat mal 30 gekostet. Dann würde ich sagen, setz mal den hier. So. Dann gucken wir, dass wir den Rest noch hier mit ausbauen. Das, was wir noch an Geld haben. So. Ja, und dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und Abo nicht vergessen. Tschüss.